So, zu den Perks. Erste Perk ist Juggernaut. Es bringt mindestens die doppelte Lebensenergie. Man kann öfter von den Zombies geschlagen werden. Mehr Schutz gegen Lava und Feuer. Zum Beispiel, wenn man ins Feuer oder in die Lava springt, dann stirbt man nicht so schnell. Dann Schutz beim Runterspringen, wenn man für ein Haus wie bei Die Rise irgendwo runterspringt, hat man größer die Chance, dass man überlebt. Es ist gegenüber der Bank zu finden. Für zum Öffnen kostet auf Town 750 Punkte. Und Juggernaut kostet selber 2500 Punkte. Also ist ziemlich teuer, aber es bringt. Als zweites Perk auf der Map Town haben wir das Doppelfeuermalzbier. Kostet 2000 Punkte, man muss dazu keine Türen öffnen. Und es ist gegenüber die Semtex-Granaten. Es macht den doppelten Schaden und es ist ein Schuss. Also wenn man einen Schuss schießt, kommen zwei Kugeln aus dem Lauf. Und es ist halt da gegenüber von der Semtex bei der Waffenkiste, wenn die da am Anfang ist. Als viertes Perk haben wir die Speed Cola, die findet man in der Bank. Die Türe zum Aufmachen kostet 1000 Punkte auf Tower. Dann die Speed Cola selber kostet 3000 Punkte, also das teuerste Perk eigentlich auf Tower. Es sorgt für schnelleres Nachladen der Waffen und ist eigentlich ein Muss für jeden Zombie, weil das ist wirklich sehr wichtig, wenn man schneller nachladen, wenn die Zombies. Als nächstes Perk haben wir das gute alte Stamina-Up. Das kostet 2000 Punkte. Man muss dazu auf Town keine Türen öffnen. Und das ist neben dem Eingang der Bar. Und man kann ungefähr doppelt so lang laufen als normal. Manche denken, man kann schneller laufen. Stimmt aber eigentlich nicht. Man kann nur länger laufen. Man muss eigentlich nicht haben. Es ist nicht so wichtig. Weil die Zombies laufen eh nicht schneller als du, wenn es normal gehst. Also braucht man nicht unbedingt. Es gibt dann noch zwei zusätzliche Perks. Das ist einmal der Grabstein, den kann man allerdings nur kaufen, wenn man das Quick Review gekauft hat. Und das Quick Review kostet 500. Und wenn man alleine spielt und stirbt, dann laufen die Zombies weg und man wird wiederbelebt. Und dann hat man, wenn man wiederbelebt wird, die M1911. Wenn man den Grabstein gekauft hat, hat man alle Perks und Waffen wieder. Also die, wo man am Anfang schon gepuncht und gehabt hat.
wenn man das Quick Review wenn halt mehr spielen, zu zweit oder so, wenn man das da hat, dann kann man halt andere schneller wiederbeleben. Das heißt, ungefähr doppelt so schnell kann man es wiederbeleben. Das bringt eigentlich schon. Mit den Grabsteinen ist es auch so, wenn dich jemand anderer wiederbelebt oder wenn du komplett gestorben bist und in der nächsten Runde wieder spawnst, dann und hast die Grabstein gehabt, die musst du dann einsammeln und dann hast wieder die ganzen Perks und Waffen, wo du am Anfang hast. Also es bringt eigentlich, wenn man halt immer was frei hat bei den Perks, weil man kann ja insgesamt immer nur 4 Perks besitzen. Also die besten sind eigentlich Speed Cola und Grabstein und Doppelfeuer, ja. Dann habe ich halt meistens noch eins, wo ich auswählen kann. Dann nehme ich dann meistens, ja, ist eigentlich egal welches das man nimmt, aber Juggernaut wäre eigentlich das Beste. Ist halt gut, weil man länger überleben kann durch das, ja.